Habt ihr vielleicht jemand hier, der lesen kann? Ja, der Grüne da hinten ist clever. Danke. Kannst du vielleicht bitte mal... Ist ein bisschen klein geschrieben, nicht? Wirklich ziemlich klein geschrieben. Nö, du. Ich kann's über den besten Willen nicht arbeiten. Ah, Moment. So besser. Na bitte, geht doch. Dies ist ein Film über die Tierwelt der Malediven, welche sich naturgemäß in erster Linie unter Wasser aufhält. Außer das Huhn und die anderen. Alle diejenigen, die jetzt irgendetwas erwarten, das auch nur ansatzweise wissenschaftlich fundiert sein oder gar wissenschaftlichen Ansprüchen genügen soll, empfehlen wir jetzt aufzuhören zuzuschauen und nach Arte zu wechseln. Unser Werk soll unterhalten. Das ein oder andere Mal mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zum einen, weil wir das Ganze nicht allzu bierernst nehmen, wobei ich an dieser Stelle ergänzen möchte, dass ich nichts gegen alkoholhaltige Getreidedestillate habe. Zum anderen wegen des unerhörten Glückes, diese wunderbare Welt hautnah und da schon mehrfach erleben zu dürfen. Diese Landschaften, oder sollte man besser sagen Landschaften, wirken auf uns wie prachtvolle Gemälde und genau so zeigen wir diese hier in unserem Film. Ich habe des weiteren Versuchs, diese fantastischen Eindrücke musikalisch zu interpretieren und entschuldige mich hiermit schon mal in aller Form bei allen Musikwissenschaftlern für meinen Dilettantismus und meine Pathetik, aber keinesfalls dafür, dass ich es getan habe und andere daran teilhaben lassen möchte. Bälle. Thank you.
Thank you.
Nachbarn, die sind hübsch hier. Unsere nette Nachbarn. Hallo. Oh Gott. Hallo, Herr Nachbar. So allein? Ein. Ich komme dann mal eben rüber, ne? Nee, nicht doch. Haben Sie heute noch was vor? Oh, oh. Dum-di-di-dum. Und weg. Was ist denn jetzt los? Hallo, Cousinzi. Hallo, Herr Nachbar. Hallo, Herr Nachbar. Hallo. Ich bin nicht da. Ich bin getarnt. Quasi unsichtbar.